Es geht also wieder los mit der Saison 21-22. Die Jungs beim FC Bayern sind schon wieder voll im Training. Ich sage herzlich willkommen zu unserem 1:1-Talk in dieser Woche und das Ganze mit einem Rückkehrer. Ich freue mich sehr, dass Sven Ulreich wieder da ist beim FC Bayern und dass er bei uns zu Gast ist, hier heute an der Isar, an dieser schönen Location. Servus Sven. Hallo, hi, servus. Wie schwer ist es, das Moin wieder rauszubekommen? In den 9 Monaten waren es, glaube ich, nur in Hamburg. Nicht allzu schwer, weil es war eher das Schwierige, das Moin reinzubekommen. Ich bin immer dort rumgelaufen, habe immer mit dem Servus gegrüßt, aber deswegen fällt es für mich nicht allzu schwer. Jetzt sind wir also wieder hier an der Isar. Es gibt schöne Flecken hier. Die Berge sind relativ nah. Ich glaube, das genießt du sehr. Es gibt einen sehr schönen Rathausbalkon auch in München, den man immer mal wieder besuchen kann. Wie sehr freust du dich, dass du wieder in München sein kannst? Ja, sehr. Es gibt nicht nur die Nähe zu den Bergen, es gibt die Stadt, gerade die Isar, sondern es gibt auch einen tollen Fußballverein in München und deswegen freue ich mich einfach wieder hier zu sein. Es ist einfach schon in den letzten Jahren wie eine Familie geworden auch, und freue mich natürlich, dass die Rückkehr dann auch wieder geklappt hat und ich jetzt wieder hier in München bin und hoffentlich erfolgreich bin wie in den letzten Jahren. Sven, jetzt sind wir wieder an der Isar, dann wollen wir die Gelegenheit auch nutzen und noch ein bisschen spazieren gehen, noch zu einer zweiten Location und uns da noch ein bisschen weiter unterhalten. Also machen wir uns jetzt auf den Weg. Gewohnte, bekannte Gefilde also für Sven Ulreich. Sven, du hast vorhin schon gesagt, der FC Bayern war für dich wie eine Familie. Mit wie vielen hast du auch Kontakt gehalten über die Zeit in Hamburg? Ja, mit einigen habe ich immer mal wieder geschrieben, gerade aus der Mannschaft auch. Aber auch die um das Team herum arbeiten, hat man immer wieder Kontakt gehabt. Und es ist auch schön, dass man die Leute dann jetzt wieder regelmäßiger sieht und natürlich aber auch über die Zeit in Hamburg, dass da immer der Kontakt bestehen blieb und man sich immer wieder ein bisschen ausgetauscht hat. Ich glaube, Thomas und Manu haben dich sogar angerufen, oder? Die haben mich auch angerufen. Ja, genau. Als es durch war, haben sie mich dann angerufen und haben wir auch kurz gequatscht. Ja. Warum bist du der perfekte zweite Mann beim FC Bayern, für den FC Bayern? Boah, das weiß ich nicht. Da würde ich auch über mich selber gar nicht so sprechen. Das müssen andere beurteilen oder warum das so ist. Ich weiß nur, dass ich immer die Aufgabe hier bei Bayern als Nummer 2 mit sehr, sehr viel Leidenschaft angegangen bin und auch über viel Herzblut reingesteckt habe. Und ich glaube, wenn man mir eins nicht abstreiten kann, ist, dass ich in jedem Training Gas gebe und voll da bin. Und natürlich in den Spielen, die ich dann machen durfte für den FC Bayern, versuche ich dann immer natürlich das Beste. Und das ist mir in den letzten Jahren hier bei Bayern sehr gut gelungen. Und ich freue mich wieder auf die Aufgabe, freue mich in dem Torwartteam, das immer sehr harmonisch war, zu arbeiten und Manu dann auch zu helfen in den ein oder anderen Situationen im Training und einfach ein guter Backup für ihn zu sein und dann, dass wir als Mannschaft dann auch erfolgreich sind. Jetzt bist du auch schon ein sehr routinierter Keeper, bist lange mit dabei, hast als junger Keeper auch sehr, sehr viel erlebt, von früh in der Bundesliga am Start gewesen, dann Fehler gemacht, mal wieder raus gewesen, all das erlebt. Kannst du verstehen, dass ein Alexander Nübel, den du ja jetzt vertrittst, sagen wir mal, für einen, vielleicht sogar 2 Jahre, dass er sagt, okay, ich mache diesen Schritt nach Monaco und hole mir da die Spielpraxis, sinnvoll für ihn aus deiner Sicht? Ja, absolut. Also ich glaube, Alex hat ein enormes Potenzial. Ich habe ja ein paar Wochen auch mit ihm trainieren dürfen zusammen und da hat man schon gemerkt, dass er ein enormes Potenzial hat. Aber ich glaube, es ist für ihn auch wichtig, einfach Spielpraxis zu sammeln auf hohem Niveau, was er jetzt macht in Monaco und einfach um sich da auch weiterzuentwickeln. Gerade für alle jungen Torhüter sage ich immer, es ist wichtig zu spielen, so viele Spiele wie möglich zu machen, dass man wirklich Erfahrungen sammeln kann. Und da ist es der richtige Weg für den Alex, sich dort auszuleihen und dann zu schauen, wenn er zurückkommt, wieder, wie die Situation dann ist und einfach dann mit der Erfahrung, die er in den letzten Jahren gesammelt hat, hier bei Bayern seine Leistung abzurufen.
Ich glaube, er hatte auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass er vielleicht ein bisschen mehr spielen kann, auch spielen darf. Wenn man Manuel Neuer kennt, dann weiß man halt, das ist schwierig hinter Manuel Neuer. Erzähl mal so ein bisschen, wie das bei dir war in der Anfangszeit mit Manuel. Du hast gerade erzählt, ihr habt eine sehr gute Verbindung. War das von Beginn an so oder hat sich das entwickelt, euer Verhältnis? Ja, natürlich. Ist, glaube ich, immer, wenn man so neu kommt, dazu kommt, ist es immer erstmal so ein Abtasten. Wie tickt der andere? Was ist das für ein Typ, Mensch? Ich glaube, Manu und ich haben dann schnell gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Manu hat gemerkt, der gibt wirklich alles im Training und ist aber keiner, der hintenrum irgendwie stichelt. Und deswegen haben wir uns dann relativ schnell gut verstanden. Ich glaube, Manu ist einfach ein Mensch, der sehr viel Wert auf Menschlichkeit im Team, auch um ein faires Miteinander ist. Und deswegen zeichnet ihn als Kapitän aus, als Mensch aus. Und deswegen, glaube ich, passt das auch, weil es eigentlich auch mit meiner Ansicht von dem Team passt. Und deswegen kommen wir eigentlich ganz gut miteinander aus. Und dazu eben auch wieder Toni Tapalovic als Torwarttrainer. Kann man sagen, dass er dich auch ein bisschen mitgeprägt hat? Hat er dich noch mal ein bisschen weiterentwickelt? Auch erzähl mal, wie die Zusammenarbeit mit ihm in den Jahren war, in denen du da warst und ja, wovon du ausgehst, was auch jetzt in der weiteren Entwicklung passieren wird. Ja, Tapa macht ein hervorragendes Torwarttraining. Als ich aus Stuttgart hierher kam, das erste Mal, habe ich oft zu meiner Frau gesagt, boah, ich weiß nicht, ich kriege das nicht umgesetzt, was er von mir haben möchte. Und dann ist es dann aber über die Jahre, natürlich hat sich das entwickelt und es ist auch kontinuierlich besser geworden. Und ich war am Ende dann auch wirklich so, dass ich wirklich zufrieden damit war. Aber man merkt einfach, dass viel vom Torwarttraining dann auch abhängt. Ich habe dann in Hamburg ein Jahr nicht so viel die Übungen gemacht, die Tapper gemacht hat. Man merkt es jetzt schon, dass man da wieder ein paar Wochen, vielleicht ein, zwei, drei Wochen braucht, wieder reinzukommen. Aber es ist einfach ein Top-Torwart-Training und das sieht man auch am Manu in seiner Entwicklung. Und er hat mich Tapper natürlich in den letzten Jahren auf eine andere Ebene gehoben. Es ist natürlich immer wichtig, dass das Torwart-Team oder gerade der Torhüter, der spielt, dann auch mit dem Torwarttrainer gut auskommt. Das ist bei Manu und Tapper natürlich der Fall und ich finde sein Torwarttraining auch hervorragend. Er hat Manu ja auch zu einem der besten mitspielenden Torhüter der Welt gemacht. Ist das für dich aus deiner Sicht auch immer noch das große Thema, um das es so geht vor die Torhüter aktuell, dass man eben so gut mitspielen kann? Oder gibt es noch mal eine Weiterentwicklung? Wenn man jetzt sieht, Donnarumma, der zum besten Spieler sogar des Turniers gewählt worden ist bei dieser Europameisterschaft, wo man jetzt das Gefühl hat, das ist nicht unbedingt der mitspielende Keeper. Wie siehst du die Entwicklung bei den Torhütern? Ja, ich sehe sie auf einer Seite positiv, auf der anderen Seite sehe ich es aber auch ein bisschen negativ, weil momentan einfach nur viel geschaut wird. Der kann den Ball über 20 Meter immer auf den Mann chippen, der spielt super mit dem Fuß mit. Aber es sind halt auch Dinge, die einen Torhüter auszeichnen, wie einen Ball fangen, festhalten, einen Ball in der letzten Minute mal eine gute Reaktion auf der Linie zu zeigen. Also es ist ein komplexeres Thema, wie es momentan eventuell von dem einen oder anderen gesehen wird, dass es nur auf das Fußballerische ankommt. Ich höre immer nur, den verpflichten wir, weil er super Fußball spielen kann. Aber es kommt halt auch darauf an, den Ball zu fangen. Und ich glaube, das ist natürlich für Manu verkörpert das beides. Also er verkörpert das Fußballerische und natürlich, dass er viele gute Bälle hält. Und deswegen ja, ist es so ein bisschen zwiespältig. Aber ich glaube, man muss da schon wieder an die Entwicklung hinkommen. Natürlich müssen die Jungs heutzutage Fußball spielen, anders als früher, aber sie müssen natürlich auch die Bälle halten und ich glaube, da muss man einfach wieder hinkommen, dass man da wieder mehr drauf achtet auch und deswegen sehe ich das, wie gesagt, ein bisschen von zwei Seiten. Das waren die Einblicke in Richtung Torwartspiel, jetzt haben wir auch das große Ganze, was sich verändert hat. Julian Nagelsmann ist der neue Coach, wie erlebst du ihn, junger Trainer, wie erlebst du ihn in den ersten Wochen? Ja, sehr positiv, also seine Ansprache ist sehr klar und deutlich, er ist macht einen sehr, sehr guten Eindruck und hat sehr, sehr viele gute Ideen, was wir jetzt in den ersten Tagen oder ja, in den ersten zwei Wochen dann erleben durften. Deswegen bin ich sehr positiv gestimmt, dass es eine erfolgreiche Zukunft gibt. Die Mannschaft hat sich auch durchaus verändert, seit du weggegangen bist. Es gab den Bundesligatitel im DFB-Pokal, in der Champions League hat es nicht ganz gereicht. Wie siehst du die Ambitionen des FC Bayern mit dieser Mannschaft dann für die kommende Saison? Ja, ich glaube, der FC Bayern ist immer in der Lage, die Titel zu gewinnen. Und auch wenn es auch den ein oder anderen Spieler, der weggegangen ist, jetzt gab,
ist es trotzdem so, dass Bayern enormes Potenzial in der Mannschaft hat. Und da kommen wir jetzt gerade nochmal zu Julian Nagelsmann, auch einen Trainer jetzt hat, wo die anderen nochmal auf eine andere Stufe heben kann. Und deswegen sehe ich da, also in Deutschland die beiden Titel ist natürlich immer Pflicht beim FC Bayern. Und da habe ich auch, wie gesagt, wenn wir unsere Leistung, wenn wir den Team Spirit hinbekommen, habe ich auch keine Bedenken, dass wir das erreichen können. Und klar, Champions League werden sich natürlich die ein oder anderen verstärken, auch namentlich. Aber ich habe es letztens gesagt, ich habe das in München in dem Jahr, als wir die Champions League gewonnen haben, gemerkt. Da waren wir vielleicht von den Namen auch nicht die allerbesten, aber der Teamspirit war einfach da, der Teamgedanke. Jeder hat für jeden gearbeitet, jeder wollte unbedingt den Zweikampf für seinen Mitspieler gewinnen. Und ich glaube, wenn wir da hinkommen, ist es viel ausschlaggebender wie der ein oder andere große Name. Dazu wird es endlich wieder die Unterstützung der Fans auch geben, zumindest zu einem gewissen Grad in der Allianz Arena. Wir hoffen auch über möglichst langen Zeitraum. Wir haben es jetzt bei der Europameisterschaft gesehen mit verschiedenen Varianten. Wie sehr freust du dich darauf, dass ja zumindest ein paar Fans dann immer wieder mit dabei sind? Ja, absolut. Die Fans haben einfach gefehlt die letzten eineinhalb Jahre. Es ist einfach, der Fußball lebt von den Fans. Und das hat man jetzt in den letzten Jahren, hat man das mehr gemerkt denn je, und wir freuen uns, glaube ich, alle, wenn man schon die Europameisterschaft gesehen hat, wenn dann einfach mal ein Tor fällt und es jubeln welche oder auch Aktionen bepfiffen werden und bejubelt werden. Das ist natürlich einfach was Schönes und es gibt auch einen Aufputsch und es ist dann irgendwie, jedes Spiel ist dann immer noch ein bisschen was Besonderes, wenn die Zuschauer da sind. Das hat man einfach so gemerkt. Sonst ist man so gefühlt ins Stadion gefahren, hat seine Arbeit gemacht und ist wieder nach Hause gefahren und es war aber nichts Besonderes. Jetzt mit den Fans wird es dann hoffentlich wieder besonders und wie du sagst, ich hoffe, dass sie jetzt auch für immer bleiben dürfen und es immer mehr werden und wir dann am Ende wieder vor einem großen Publikum spielen dürfen. Ihr freut euch drauf, die Fans freuen sich definitiv drauf. Wir freuen uns, dass du da warst in dieser Woche beim 1:1-Talk. Wir wünschen dir alles Gute. Danke. Für die kommende Saison. Wir freuen uns, dass du wieder bei uns bist. Dankeschön, danke. Sven Ulreich. Danke. Und danke euch allen fürs Zuschauen. Schön, dass ihr mit dabei wart.